I can't tell you what it is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. So Leute, bevor das eigentliche Video beginnt, hatte ich ganz vergessen, in dem Video zu erwähnen, dass heute Abend ein Livestream gestartet wird in AW. Ich hoffe, dass ihr da vorbeischaut. Twitch ist in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass ihr da mit am Schlüssel seid. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Yo YouTube, was geht? Ich bin's wieder, euer Kokinos96 und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine ganz gediegene Runde AW. Ihr erinnert euch, die Leute, die mich verfolgen von Anfang an, wissen, dass AW das erste Spiel war, was ich hochgeladen habe, beziehungsweise das erste Video. Und da war ich schon tierisch aufgeregt und heute Live-Commentary endlich. OMG. Das kann ja was werden. Ich freue mich tierisch auf jeden Fall, das live zu kommentieren. Stream auf jeden Fall auch noch, aber nicht jetzt gerade. Auf jeden Fall heute mit der AE4, weil ich mit der AE4 auch die Eingewöhnungsspielphasen gespielt habe und dementsprechend einfach Bock darauf habe. Starten wir einfach direkt mal eine Runde TDM und laber nicht so viel herum. Kokinos96 ist mein Name. Wer Bock hat, mal mit uns zu zocken, beziehungsweise mit mir zu zocken, kann mich natürlich gerne adden. Würde mich tierisch freuen, wenn man da mal so eine 6er-Party zusammenkriegen würde und man da so richtig abrotzen könnte. Ja, ich würde sagen, mir ist scheißegal, welche Karte wir wählen. Von mir aus auch Retreat, ist eigentlich eine ganz geile Karte. Biolab hätte ich eher bevorzugt, aber hier Rain. Fehlen jetzt zwei Spieler. In der Zeit nutze ich einfach mal die Zeit, um euch zu sagen, herzlich willkommen zum Paradies der Oldschool-Reihe. Wenn es euch natürlich gefällt, Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann werde ich öfter jetzt so eine Playlist machen, wo wir dann halt zwischendurch AW zocken und das Ganze auch aufnehmen mit verschiedenen Waffen etc., Sniper-Montagen und so weiter. Und ja, jetzt können auch mal langsam die zwei weiteren Spieler kommen. Dann können wir auch endlich loslegen. Und dazu würde ich einfach sagen, ich cutte hier an der Stelle und wir sehen uns dann gleich in-game. Bis gleich, Leute. So, Leute, jetzt sind wir auch schon in-game. Retreat ist die Karte, die jetzt gewählt wurde, wie die zwei Stimmen auch geblieben sind. Und ich bin echt mal gespannt, wie die Runde wird. Also, Leute, ey, es ist so lange her. OMG. Drei Runden habe ich jetzt gespielt, aber drei Runden, ich meine, hallo. Ja, da, ich bin so ein Mensch, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe mir gedacht, ey, komm, scheiß einfach mal auf deine KD. Es geht einfach nur um das Live-Commentary-Video. Und so ist es auch. Let's go. Zeigen wir denen mal, wie das geht. Aber wollen wir uns mal direkt von Anfang an konzentrieren. Direkt mal hier so am Stissel gehen. Zack. Wissen wir ganz genau, dass da immer einer herkommt. Ja. Zumindest war es in der alten Zeit. Kommen sie durch die Mitte, die Schweine. Jetzt muss ich aber überlegen. Bleibe ich jetzt hier oder gehe ich jetzt von außen? Ich gehe, glaube ich, von außen. Okay. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen gesehen. Das hier tut ja auch nicht wirklich. Wow, mein Gott, Alter, mein Aim, das war ja für. Alter. Dieses Aim, das war echt katastrophal jetzt, ne Leute. Das war echt jetzt busy. Ey, mein Gott! Krieg ich ja gar nichts mehr auf die Kette in dem Game. So, zack Nummer 1. Zack Nummer 2. Zack Nummer 3. Jetzt geht's los! Jetzt bin ich warm. Vorräte sind am Stissel. Leute. Ein bisschen mehr konzentrieren jetzt hier. Dich habe ich gesehen, Kalle. Oh, aber den habe ich nicht gesehen. Egal, Drohne ist aktiv. Weiter geht's.
nicht unterbringen lassen, weil der ehrgeizig kämpft. Hier, zack, zack. Versucht er mich jetzt ehrlich? Ja, war der versucht. Der hat's ehrlich versucht, Mann, OMG. Markiere Koordinaten für Vorräte. Ich schau kurz chillen. Das ist meine Vorräte aus, ne? Natürlich wieder eine geile Drohne. I like it. Oh Mann, ey, habe ich überhaupt Teammates, die hier was machen oder was? 100 Abschüsse mit dieser Waffe, jawoll. Ah, das hätte ich erreicht, 37 zu 20 steht's, Alter. Ja, geh doch runter. So. Luftaufklärer, ne. Sorry, aber mit Luftaufklärer kann ich echt nichts anfangen. Oh, da war er wegteleportiert, ja moin. Ziel wäre auch nicht schlecht, Bruder. Sehe ich absolut keine Sau, ne? Ist das echt bitter. Verbündete Drohne über uns. Oh, hätten wir den jetzt auch gekriegt, wäre es ein Turn-on des Todes gewesen, Alter. Das ist irgendwie kaum zu beschreiben, das ist so, ja, man, auf eine Art kennt man's, auf eine Art ist es auch wieder so ein komisches Feeling, dieses Spiel wieder zu spielen, also, weiß nicht, der eine oder andere müsste es eigentlich von euch kennen, so, wenn man einen Spieler hat, so, dass man feiert hat lange Zeit und dann auf einmal es wieder zockt, so, das ist heavy, das Feeling ist einfach pervers. Oh Mist, ey. Warum mache ich das? Oh, 15-6 haben wir, Leute. Das ist ganz okay. Das ist nicht die beste Quote, aber kann man mit leben. Bomben. So, jetzt müssen wir gucken. Soll natürlich wieder vorsichtig sein. Bleib doch. Vorsichtig sein. Zack, die Beine weggeballert. Unsere Drohne ist online. Natürlich geplant. Ach man, ich habe immer das Pech, ich werde von Pech verfolgt, sodass ich kill einen und dann rennen sie da zu zweit lang und haben mich dann. Weil ich mich auf einen fixiere, mich konzentriere, den zu kriegen. Und dann einfach im nächsten Moment. Ist ja ein Glitch oder was? Heftig, 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 Alter. Ja, moin, haben wir. Weiß aber, dass der eine dann jetzt kommen wird und versucht mich hier wegzurutschen, aber ich sehe keine Sonne mehr. Ich sehe einfach keinen Menschen mehr. Was machst du denn? Lauf mir doch nicht die ganze Zeit den Weg rum, Mongo.
Manchmal habe ich das Gefühl, manche Teammates, die wollen echt pushen so, ne? Bis aufs Tiefste so. So ein Team werden mit einem. Ja moin, Vorräte sind... Vorräte ist da. Ja egal, vorm Tod nochmal. Drohne geholt. Ist da. Drohne ist da. Hat er gedacht, er kann sich den mal so eben snacken, weißt? Musste dann feststellen, leider Gottes, dass er es doch nicht so drauf hat. Headshot. Moin. Nice Sache. Hol ich jetzt die Vorräte raus? Ich bin mir noch unsicher. Ne, ich bin mir noch unsicher. Egal, holen wir raus. Kiel ist da. Also, ich, Kiel ist da. Er holt sich jetzt schön meine Vorräte. Es snackt sich die jetzt, aber es ist eh nur. Kannst du auch nicht holen, Digga. Juckt mich herzlich wenig, Digga. Oh mein Gott, das war sowas von peinlich jetzt. Nice gekillt, Junge. Echt nice. Was? OMG, Leute, ey, das ist so mies. Und so noobig von mir jetzt. Ernsthaft. Dass ich mich selber in den Boden schämen könnte. Oh mein Gott. Last Kill. Das war wie aus dem Lehrbuch. Boah, okay, war das eine Runde, ey. Zu viele Tode. Kills sind in Ordnung. Na, Prezi war auch ganz gut am Ende. Okay. An der Stelle würde ich auch schon sagen, ist dieses Video vorbei. Dankeschön, dass du bis hierhin eingeschaltet hast. Jetzt kannst du auf der linken Seite das letzte Video sehen. Auf der rechten Seite wird dir ein Video von meinem Kanal vorgeschlagen. In der Mitte kannst du mich ganz entspannt abonnieren, wenn du neu auf meinem Kanal bist. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Und ich würde sagen, Dankeschön, Wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.